Das hier ist die beste Pizza, die du zu Hause backen kannst. Hey, Max, schau mir an. Siehst du das? Ja, das ist die beste Pizza, die du zu Hause machen kannst. Okay? Ohne Kraft, lass sie ziehen. Sogar die Mikroalveolature sind bis hier. So, Magma, musst du nur wissen, wie das geht. Let's go! Okay, ragazzi, die Zutaten sind schon alles abgewogen. 1 Kilo Mehl, 2 Gramm Hefe, unsere 30 Gramm Salz und die 100 Gramm Zucker. Für die Leute, die sagen, na, Zucker ist zu viel, ragazzi, das Zucker geht nur auf Kosten von Farbe, weil wir machen in unserem normalen Backofen und wir machen nichts in 450 Grad oder 500 Grad Ofen. Von der 700 ml Wasser, wir nehmen mehr als die Hälfte, so wir lassen nur 100 ml plus minus für den Salz, Hefe. Und Zucker kann man auch gleich reingeben. Und jetzt kommt ins Spiel die Ellbogenöl-Teigmaschine. Und Max, du hast mit Teigmaschine gemacht, wir machen mit Hand. 70% Feuchtigkeit, kann man auf Deutsch Feuchtigkeit sagen, Mario. Apropos, ragazzi, ich habe gemerkt, dass viele von euch schauen unsere Videos, aber viele abonnieren nichts. Das ist aber gemein. Wir geben Mühe für euch und ihr schaut nur meine Rezepte und dann geht's ja weg. Ich weiß, wo ihr wohnt. Wenn der Teig schaut schon so aus, wir geben jetzt Salz hinein, die restliche Wasser und kneten wir weiter. Wenn ihr seht, ragazzi, wir brauchen nicht einmal 5-7 Minuten. Wie viel haben wir gemacht? 5 Minuten. 5 Minuten. Wir lassen den Teig so und nehmen ein schönes Tuch und wir decken zu, einfach, und warten 15 Minuten, ragazzi. Kaffee trinken, Tee trinken, rauchen nichts, weil es ist ungesund. Okay, ragazzi, die ersten 15 Minuten sind vorbei, der Teig schaut noch immer. Aber keine Sorge, wir müssen nur einfach von der Seite reindrücken und nicht einmal kneten, sonst nur richtig so, wie soll ich sagen, falten. Schau. Und noch 15 Minuten abwarten. Kraft ist nie gefragt. Es ist Geduld gefragt. Während der zweite Step wird gemacht, ja, ich sage euch, diese Video mache ich auf zwei Gründe. Erster Grund, weil viele denken, ah, aber du kannst so eine gute Pizza machen, weil du hast einen super Ofen, du kannst eine gute Pizza, weil du hast so eine super Teigmaschine. Stimmt, die Werkzeuge können mir sehr gut helfen, aber extra, wenn ich keine Werkzeug habe, das heißt nicht, dass die Leute nicht eine gute Pizza machen können. Es ist nicht dasselbe 1:1, das kann man schon sagen. Nicht wegen dem Teig, sonst wegen dem Back-Hitze, für die Hitze. Aber wir bekommen sicher eine gute Pizza, auch ohne eine riesige, super tolle Ofen oder ohne eine große Teigmaschine. Und da zeigt man auch den Herr Max. Okay, ragazzi, während dem zweiten Step, wir machen, schau, wie anders wird. Von so auf so, schau. Einfach ein paar Mal falten, so. Wir können theoretisch schon auf den Tisch geben. Das ist jetzt die zweite Mal, oder die dritte? Zweite. Zweite, okay. Das heißt, wir müssen eine dritte nochmal machen. Dritte Step. 15 Minuten kommen wir gleich. Okay, ragazzi, schaut sie jetzt, wie aussieht der Teig. Noch nicht kompakt und noch ein bisschen Rauch. Wir brauchen nur ein bisschen ziehen und ein paar Falten und der Teig schaut einfach anders. Schau, wie schön glatt ist. Jetzt ein bisschen einhüllen den Box. Ein bisschen Öl auf den Teig. So schön massieren, so wie eine Kinderpo. Ragazzi, es ist 70% Hydration. Wie sagt man? Hydration. 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 Wir geben den Teig in den Box. Wir machen einfach zu. Und wir bringen ihn zum Schlafen. Wir sehen uns. Ragazzi, das ist eine Explosion. Oh ja, passiert schon. Schau, 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 schau. Schau. Trotzdem. Wow. Und das ist mit Ellbogenöl-Teigmaschine. Okay, ragazzi, jetzt sind wir auf die andere Seite vom Tisch, weil wir müssen die Kugel machen. 2-achsig.
Und jetzt immer dieselbe Situation. Falls jemand bei der harten Video nichts verstanden hat, einfach reingeben, drehen, reingeben. Bis eine bestimmte Spannung hier muss die Oberfläche nichts reißen. Wenn die Spannung ist da, einfach alles zusammen zumachen und Kugel ist schon da. Die nächste und die nächste. Das ist die Mario Pizza. Und jetzt lassen wir die Kugel 2 Stunden Zimmertemperatur ruhen. Dazwischen wir machen unter Oberhitz maximale Temperatur, in diesem Fall meine Ofen hat 250 Grad, einschalten. Wie soll ich das nennen, Mario? Eine Steinofen. Pizzastein. Pizzastein, das kriegt man hier, den Billa-Ofen, Amazon, überall. Mhm. Ein paar, es ist 1/2 Zentimeter. Einfach hineingeben, bei der knapp letzten Stufe und abwarten, bis wann der Stein ist richtig heiß und die Kugeln sind fertig. Wenn jemand hat keine mögliche Chance im Leben, einen Pizzastein zu besorgen, einfach den normalen Pizzablack umgekehrt so reingeben, das so macht eine höhere Position bei der vorletzten Stufe im Ofen und hier einfach die Pizza backen. Es wird sicher eure Frau oder Freundin eine riesige Diskussion machen. Die hat gekratzt. Aber wenn die Pizza ist, dann ist die Welt wieder gut. Okay, geschälte Tomaten und ich habe nur eine Frage, warum? Wenn ihr kauft diese fertige Soße mit Oregano, ihr könnt gleich auch Tofu dazu geben. Schmeckt sicher gut. Okay, ragazzi, Mozzarella. Am besten ist eine Tage früher vorschneiden, absippen und in den Kühlschrank, weil es wird sehr viel Wasser hinterlassen, die frische Mozzarella. Einfach in Julienne schneiden und einfach in Sieb reingeben. So, Marzano, aufmachen, einfach reingeben, 5 Gramm Salz pro Dose, genau. Und that's it. Was mit Oregano? Für die Soße. Wie? Oregano für die Soße. Okay, ragazzi. Genau so wie bei der Nudel, ich beende das Video da. Ich glaube, nein, noch ein Video in der Form, ich schaffe nichts mehr. Aber wie kommst du auf die Idee, sowas zu fragen? Warum Oregano? Oregano geht nur auf die Marinara. Willst du eine Marinara, Mario? Ich frage nur für die Zuschauer. Willst du eine Marinara? Die Zuschauer müssen mir hören, nicht du. Willst du eine Marinara? Ragazzi, schau mal da. Seid ihr bereit? Alle sitzen, nichts im Stehen, sowas schauen. 1, 2, 2,5. 2 und 3 Viertel, oh, Bomboloni, guarda qua. Oh, es ist mit Ellbogenöl-Teigmaschine. Jetzt abgesehen, das ist mit Hand gemacht oder Teigmaschine. Da drinnen ist Luft. Diese Luft, jetzt müssen wir auf den Rand drücken. Nicht so, weil so ist es sehr viele Pizzaioli, die machen so. Ragazzi, hey, das ist kein Klavier, das ist eine Pizza, okay? Einfach mit diesen Teilen von der Polpastrelli, einfach von in der Mitte und dann drehen. Und andere Seite. Andere Seite noch. Und andere Seite noch. Und so haben wir die 4 Seiten von der Pizza. Jetzt, nicht so. So. Und dann einfach schieben. Ziehen und drehen. Schau mir an, nicht die Finger, nicht die Hände. Al Pacino, ne? Jetzt nehmen wir unsere italienischen Tomaten. Wir geben ein bisschen mehr, weil, warum Mario? Je länger backen und mehr Bravo. Feuchtigkeit. Bravo. Und wer hat keine Schaufel? Einfach einen Pizzakarton. So, der Ofen ist schon genug heiß und einfach ab diesem Moment, ragazzi, beten. Okay, ragazzi,
Ich glaube, wir sind bei circa 4 bis 5 Minuten. Ganz schnell rausnehmen. Oh. Ganz schnell ein bisschen Parmigiano, Basilico, Mozzarella und Olio di Oliva. Und jetzt eine, maximal 2 Minuten drinnen, nur dass ein bisschen die Oberfläche von Mozzarella schmiert. Okay, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Bravo Luigi, danke schön. Okay. Effetto. Ragazzi, das ist die Geröst von der Freude. Felicità, Freude. Schau mal da. Was haben wir da? Okay? An die Leute, die gesagt haben, nur mit deinem Ofen, nur mit deiner Superdeckmaschine. Das ist für euch, ragazzi. Und ragazzi, wie gesagt, auch mit dieser Pizza, die gebacken ist in einem normalen Backofen, jetzt ich habe mit der Schere geschnitten, aber es gibt die Scioglievolezza-Probe. Heißt das, ein bisschen auf die Seite ziehen und schau, ohne Kraft lass sie ziehen. Sogar die Mikroalveolature sind bis hier. Max! Das ist die beste Pizza, die du zu Hause machen kannst.